So Leute, kurzes Vorwort vor dem Intro, Leute. Ich habe deshalb ein Problem mit meinem Aufnahmeprogramm Shadowplay, dass die Aufnahmen, also der Ton und die Aufnahme, also das Video, unsynchron werden. Also die Spieldings, also Spiel Audio wird dazu unsynchron. Ich verstehe nicht, also irgendwie wird das Video unsynchron. Ich weiß es nicht, Leute. Wenn von euch einer eine Idee hat, was man da machen kann. Schreibt es mir gerne unten mal in die Kommentare, Leute. Weil irgendwie ist die Videodatei auch am Ende länger. Keine Ahnung warum. Ah, naja, Leute. Ich gucke mal, was ich finde. Vielleicht muss ich einfach ein anderes Aufnahmeprogramm nehmen. OBS bei mir geht auch nicht so wirklich, Leute. Aber naja, ist ja nicht so schlimm, Leute. Mal sehen. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal eine Runde Assassin's Creed. Wir haben es 15 Uhr. Ja, 15 Uhr. Bin mir gerade gar nicht sicher gewesen. Wollt euch bestimmt, Leute, warum hier noch so viel schon wieder freigeschaltet ist, Leute. Ja, Leute. Ich habe vorhin, oder? Ja, vorhin. Ja, vorhin. Was, heute schon? Ja. Also, ich habe vorhin so eine richtig schöne Folge aufgenommen. Schön knackig so, ne? Wollte gerade schneiden. Ja. Aufnahme am Arsch. Nice. Muss ich meine Grafiktreiber erstmal neu installieren. War ich das schon seit, also neu ins updaten. Weil es schon ewig nicht funktioniert hat. Ewig nicht gemacht habe. Ja. Da habe ich einfach nur ein paar Aussichtspunkte gemacht eigentlich. Ein bisschen erzählt mit euch. Und ja. Das ist mega belastend. Ne? Finde ich halt, ja, mega richtig belastend. Jetzt bin ich mega traurig, deswegen. Ne? Habe ich den schon hier? Digga, wo sind wir denn hier? In deinem Arsch der Welt, Alter. Das dauert dann noch 20 Jahre, bis wir da sind. Hey, also, du kann man irgendwo runterspringen, ohne Schaden zu bekommen. So, wir sind bald da. Nein, nein, nein! Er kann noch nicht schwimmen. Nein! Ja, Hammer! Ah, Leute, wir sind uns einfach dort. Bis gleich. Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. Ach, wie assi, Digga. Sind wir denn? War ja auch eine, ja, moin. Muss ich wieder hoch. Ah, hier. Eine Flagge noch. Da ist er.
Easy, ne Leute, das hat kein Problem für mich, ne? So, easy. Oh, danke. Der Rafik wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Nutzt diese Informationen weise. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt. Wow. Hey, vielen Dank. Mann, geh doch da hoch. Bist du dumm? Ach, der geht nicht hoch. Mein Gott. Ist ja auch so schwer. Ey, Leute, solche Leute. Ach, natürlich geht der mal nicht hoch. Ach, geh, kletter doch einfach hoch. Sag mal, bist du denn? Bist du denn komplett inkompetent? Ja. Ey, machen wir das noch, Leute, und dann. Ja. Ach, was ist los mit dem Spiel? Ach, meine Nase juckt. Oh! Oh, schon wieder. Na ja, klar. So. Mal sehen. Damaskus, auf dass es seine Bürden ablege und sich dem Frohsinn hingebe. Unsere Tage mögen düster sein, aber dank ihm sind unsere Nächte von Licht erfüllt. Der Händlerkönig sorgt für alle und jeden. Er erwartet keinerlei Gegenleistung. Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen. Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. Da kann man ja lang, da ist eine Wand. Ich hebe.
Eden. Ich habe keine Lust, für ihn zu sterben. Sein Gold ist mein Leben nicht wert. Eine weise Entscheidung. Also, was wollt ihr? Ich muss mit dem Händlerkönig sprechen. Ha! Viel Glück! Er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Warum? Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Oh, Entschuldigung. Sich selbst, ebenso wie das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein, vor lauter Scham. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feierlichkeiten. Er kommt heraus, sprechen, um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Aber nur kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Seht selbst. Und nun lasst mich gehen. Euch gehen lassen, damit ihr ihm sagt, wie mein Plan lautet? Ich sage kein Wort. Nein, ihr werdet schweigen. So geht's auch. So, Leute. Oh, Leute. Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, Leute. Schaut gerne wieder morgen vorbei, Leute, weil morgen werden wir wahrscheinlich die Händler-Typen töten. Weil die Nachforschungen sind beendet, Leute. Schaut morgen wieder vorbei, wenn wir in der Assassinenbüro sind. Haut rein. Ciao, ciao. Piu.